Neuzugang Paul Scharner kam in der Bundesliga bisher über einen Kurzeinsatz nicht hinaus. Nach seinem Wechsel zum HSV setzte ein Innenbandriss im Knie den Österreicher außer Gefecht. Gegen Freiburg steht der 32-jährige Innenverteidiger vor seinem Debüt in der Startelf. Michael Menschen ist krank, der wird nicht spielen können. Und schauen wir mal, wem ich da den Vorzug gebe. Paul Scharner und Jeff Brumer haben beide bei dem Nachwuchs gespielt, bei der U23. Für mich haben beide einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Paul ist derjenige, der natürlich ein bisschen mehr redet, ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und von daher hat er da leichte Vorteile. Ob jetzt Paul oder Jeff, ich denke, dass Paul natürlich eine sehr gute Erfahrung mitbringt. Ne? Jeff hat auch viele Spiele, wir haben auch viele Spiele zusammen gemacht und von daher wird man da nicht Angst und Bange. Zumal die nächsten Gegner Freiburg, Mainz und Düsseldorf heißen. Drei Spiele, in denen der HSV punkten will und muss. 7 Zähler wären laut Fink eine optimale Ausbeute. Die nächsten Partien sind natürlich sehr entscheidend für uns, wo der Weg hinführt. Ne? Wir können natürlich im Niemandsland mitspielen oder können uns wirklich jetzt in den einstelligen Tabellenplätzen halten. Und das ist natürlich ein Spiel jetzt in Freiburg, um, sagen wir mal, uns weiter oben in der Tabelle festzusetzen. Gegen den Tabellenzwölften aus Freiburg kehrt Thorsten Fink zum alten System zurück. Artjom Srutnevs wird als echte Sturmspitze auflaufen. Raphael van der Vaart im Zentrum die Fäden ziehen. In Freiburg, wie gesagt, ist es immer schwer zu spielen, weil sie auch einfach nichts zu verlieren haben. Sie spielen immer frei aufrecht und das ist ihre Stärke und der Zusammenhalt. Und trotzdem haben wir als HSV trotzdem den Anspruch, da gewinnen zu wollen. Sie sind sehr kompakt, sehr aggressiv gegen den Ball. Spielen fast überwiegend Mann gegen Mann auf dem Platz und das wird auf uns zukommen und da dürfen wir da brauchen wir nicht verwundert sein, wenn es da 90 Minuten voll zur Sache geht. Paul Scharner jedenfalls ist bereit für Freiburg. Zweimal holte sich der Österreicher zuletzt Spielpraxis in der U23 des HSV. Beim Sportclub darf er nun auch bei den Profis zeigen, was er drauf hat.